Herzlich willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Sabrina. Ihr schaut Sabrina's Books and Crafts. Und heute, wie man unschwer erkennen kann, gibt es ein Unboxing. Und das ist vielleicht ein riesengroßes Päckchen. Ich habe es auch schon aufgeschnitten, muss ich zugeben. Bevor ich hier dann so arg diesen Lärm mache, den ja viele nicht mögen. Bevor ich es vergesse, oder bevor ich hier mit dem Auspacken anfange, hi, falls du neu bist, ich freue mich total. Hier unten ist irgendwo unter dem Bild, unter dem Bildschirm, der Abonnieren-Knopf. Wenn du da einmal drauf drückst, machst du mir eine riesengroße Freude damit. Mit der Glocke kriegst du immer noch eine Benachrichtigung, immer wenn ich ein Video hochlade. Normalerweise ist das so einmal die Woche, kann auch mal variieren. Immer freitags oder am Wochenende zumindest. Irgendwann gegen Abend. Und an alle, die wieder zurückgekommen sind. Hi, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, was will ich sagen? Dieses Bild. Das war schon ein Abenteuer. Das Bild hat schon ein kleines Abenteuer hinter sich. Es wurde einmal erst vergessen zu verschicken, was an sich überhaupt gar kein Problem ist. Fand ich total toll, dass mir dann die Firma, also es ist eine Kooperation, mir dann irgendwann Bescheid gesagt hat, weil ich mir schon Sorgen gemacht habe, wo das abgeblieben ist. Und daher, das hat ein bisschen länger gedauert als üblich, aber nicht schlimm. Und dann hat noch der freundliche DHL-Mann gedacht, Klingel, was ist das? Wir schmeißen es gleich rein, du warst nicht da. Also daher musste ich es dann noch bei der Post abholen. Und ich habe noch gedacht, wow, was für ein Riesenteil, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay, aber wir wissen ja, wie es funktioniert. Also, dieses Bild kommt von dieser Firma, One Day Saving. Ich finde die Bilder wirklich schön. Ich finde es eine tolle Qualität. Es ist allerdings eine budgetfreundliche Firma. Daher muss natürlich jeder selber wissen, was er da kauft. Und es gibt noch einen Rabattcode. Den habe ich euch auch irgendwo hier wahrscheinlich eingeblendet. Da könnt ihr noch ein bisschen was sparen, falls ihr meinen Code dafür verwendet. Steht aber auch alles nochmal in der Beschreibung. Und genau, da findet ihr alle Links, den Code, den Link zur Seite und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja, wie das funktioniert hier bei mir. Daher, ich habe hier schon mal aufgeschnitten. Dann toben wir uns jetzt nämlich mal aus und packen aus. Also, wir fangen an. Oh, da ist schon... Da ist schon ein bisschen was aufgegangen, aber gut, da hat der Kleber nicht gehalten. War doppelt zugeklebt, aber trotzdem nicht gehalten. Dann haben wir hier etwas, da freue ich mich ganz besonders drauf, da bin ich mal total gespannt. Und ich habe gespürt, da ist noch eine Kleinigkeit. So, erstmal hier das Krumpelige aus dem Weg. Und zwar, ich hätte gesagt, wir fangen mal von klein nach groß an. Das hier ist, oh, da steht sie auch schon drauf. Keramik Pen Cutter. Und zwar, wenn ich meine Bilder oder die Folie für meine Bilder in Sektionen einteile, ist es, finde ich, immer mit meinem Cutter, den ich im Moment aktuell habe, schon echt, naja. Und da gibt es einen Keramik Cutter. Der hat, der ist im Grunde wie ein Stift. Und da ist hier, seht ihr diesen klitzekleinen Nupsi hier oben dran? Das, was hier so gerade so schimmert. Das hier ist die Spitze, mit der man eine Folie super einritzen kann. Man tut sich, naja, es piekst schon. Man muss sagen, es piekst. Der soll richtig gut sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, daher ich bin total gespannt. Daher wollte ich den auf jeden Fall mal ausprobieren. Den gibt es, glaube ich, in verschiedenen Farben, aber ich bin mir gar nicht sicher. Naja, aber Link habt ihr ja drin. Also da bin ich total gespannt drauf, weil es eben eine Keramikspitze ist und nicht so eine Klinge. Packen wir mal auf Seite. Dann das hier, das ist irgendwie neu. Das ist so richtig neu. Und zwar... Oh,
Ist das hier so eine Bordüre? Ah, hier. Doppelt. Und zwar ist das nämlich so gedacht, dass man, also hier ist, mach es erstmal so, es ist ein doppelseitiges Klebeband, das zieht man dann hier ein bisschen ab. Es klebt auch richtig dolle, packe ich auch gleich wieder drauf. Wenn man ein Bild hat, was ich gerade nicht habe, dann kann man das nämlich auf den Rand kleben und hat man gleichzeitig schon so eine hübsche Bordüre außenrum, dass man nicht das mit Farbe anmalen muss oder abschneiden muss oder ja oder Washi-Tape verwendet. Das heißt, man kann das Bild, also ich würde es wahrscheinlich so machen, ich würde das Bild versiegeln und würde dann außenrum diese Bordüre kleben. Und zwar, die schneidet man natürlich dann immer so ein bisschen schräg an. Wie hat so ein üblicher Bilderrahmen, man hat so schräg. Und dann packt dann, dann ist dann nämlich das genau so, dass es eben diese Kante gibt. Und das ist so perfekt, dass sich das dann so perfekt ranklebt. Es ist Schaumstoff, also es ist wirklich weich. Ich weiß gar nicht, ist das, das müsste weiß sein. Mit dem Licht hier ist es immer schwierig zu wissen. Aber ich bilde mir ein, es ist weiß. Und ich bin total gespannt. Achso, genau, und es sind 2,30 Meter. Also man muss gucken, was, welche Länge natürlich passt, damit man sich da nicht irgendwie verrechnet. Also ich glaube, ich finde es richtig cool, weil ich habe nämlich das ein oder andere Bild, was relativ genau passen könnte. Glaube ich. Dann könnte ich das mal machen. Also falls ich das mal mache, dann muss ich mir erstmal wirklich ausrechnen, dass das passt. Aber das, glaube ich, finde ich echt ganz cool als Alternative, wenn man keinen Rahmen suchen möchte, aber seine Bilder versiegelt und aufhängen mag. Glaube ich, könnte das wirklich schön sein. Also daher, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Genau, also, jetzt gucken wir mal weiter. So, jetzt zum Hauptakteur. Das Bild. Okay, also wie gesagt, es ist groß. Ich weiß noch nicht mehr, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mehr, was es für eins war. Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr. Oh, nicht mehr genau. Okay, nichts mehr drin. So. Ich finde es super. Oh. Ich finde es jetzt gerade richtig super, dass das nochmal eingetütet ist und nicht einfach in die in diese Luftpolsterfolie reingestopft wird, weil hatte ich nämlich schon ein, zweimal, dass dann das Bild oder die Folie sich dann so ein bisschen ja, verknüttelt hat. Und ja, ja, ihr wisst ja. So. Upsala. Genau, so. Wir machen jetzt erstmal wieder das ganz Typische. Ist ein bisschen knuddelig, macht nichts. Wir gucken mal auf den Druck. Und zwar, ich finde den Druck toll. Wie gesagt, das ist so eine andere Art von Druck. Das heißt, man hat hier nicht irgendwelche... Entschuldigung, mein Nagel irgendwie, ich habe da mir Kratzer drauf gemacht. Und zwar hat man da keine Quadrate, in die man die runden Steinchen, kann ich schon verraten, die runden Steinchen reinsetzt. Sondern man hat das alles so ein bisschen fließender, ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Es ist halt nicht einfach ein Quadrat und ein runder Stein drin, sondern es ist einfach hier, sieht man das ja super, es ist einfach so ein bisschen geschwungen. Und das ist toll. So, wir haben, wie man sehen kann, doppelseitiges, gegossenen Kleber. Jetzt schüttel ich mir mal hier irgendwie die Steinchen raus. Okay, vielleicht rollen wir einfach auf. So, wir wissen ja doppelseitig. Ach Quatsch, was habe ich denn heute mit doppelseitig? Wir wissen ja, gegossener Kleber. Oh, die Leinwand ist ein bisschen flexibler als sonst. Das ist ja toll. Na, geh her. Geh rum. So. Das heißt, ich kann die einmal innen nach außen, außen nach innen aufrollen. So.
So. Dann mache ich das so, ich halte es einfach immer mal kurz ein bisschen fest. Drücke ein bisschen. In der Zeit packe ich... Oh, das ist ja praktisch. Das sind Einzeltütchen. Oh, perfekt. So, in der Zeit halte ich das. Also wir haben hier eine kleine Platte Wachs, ein Bötchen und einen Stift. So. Ach, das ist hochkant. Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Also, wir wissen, ich habe das letzte Mal schon gesagt, irgendwie habe ich es im Moment so mit diesem abstrakten Ding, weil je nach Laune gibt einem das Bild irgendwie was anderes. Das heißt, mal ist es eher düster oder mal ist es eher so ein bisschen aggressiv und mal ist es so ein beruhigendes Ding. Finde ich, also für mich zumindest. Deswegen, tada! Ach, es ist süß, es ist schön. Ich weiß, nicht jedem gefällt es, aber ist mir egal. Ich find's toll. Ich find's super toll. Ich glaube, ich packe euch dann auch nochmal das Bild rein, im Kompletten. Weil man sieht es nicht ganz auf dem Tisch. Ich lege es einfach mal so rum. Oh, passt auch nicht. Toll, super. Also, so. Es ist total abstrakt. Es ist total anders. Wow. Ich finde, es hat was. Ich finde es cool. Ich finde es wirklich stark. Ich glaube, wir haben auch relativ viel Colorblocking. Da ist viel eine Farbe, eine Ecke. Es hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie toll. Also wie gesagt, der Druck ist toll. Die Farben sind der Wahnsinn. Wir haben übrigens 25 Farben. Wir haben Zahlen und Großbuchstaben. Dann machen wir noch einmal kurz diesen Klebetest. Hält auch perfekt. Da gibt es nichts zu meckern. Es ist groß, 45x85. Ich habe jetzt leider nicht mehr geguckt, wie viel es wirklich ist. Das habe ich nämlich auf der Seite. Ich messe euch das einfach einmal gerade durch. Hier ist es circa 40. Und hoppla. Und hier ist es ziemlich ungefähr 78. 78? Ja. Ja, 78, 79. Macht aber nichts. Also wie gesagt, man muss es halt einfach wissen. Wem das neu ist, dass manche Firmen eben den Rand sozusagen mitberechnen, der sollte am besten bei diesen Firmen, sind ja diese Bildergalerien. Das heißt, wenn man sich da durchklickt, das sind immer diese typische Couch, ein Sessel oder irgendwo, wo die dieses Bild halt hingepackt haben. Und da ist meistens das allerletzte Bild. Ist immer die Leinwand, sozusagen die nackige Leinwand, ohne Steine, ohne wie es aussehen könnte, sollte. Und da ist dann auch immer drauf geschrieben oder dran beschriftet, wie groß es wirklich ist. Ja. So. Jetzt gucken wir uns noch schnell die Farben an. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das hier drin. Ich krieg die ja nie mehr so rein. Also, wir haben hier ganz viel. Ist das schwarz? Schwarz, ja. Ganz viel schwarz. Und was ich. Das ist neu. Einmal habt ihr die Nummer, die 25. Da wissen wir jetzt, das ist hier ein Y. Und wir haben noch die DMC-Nummer, was ich richtig toll finde. Wirklich richtig toll. Ja, also auf jeden Fall. Wir haben ganz viel Schwarz. Dann Grün. B, was ist das denn? So ein Olivgrün. Braun. Oh, Türkis. Ich liebe Türkis. Wahnsinnig schöne Gelb-Orange-Töne. Braun. Blau in zwei Varianten. Grau. Braun. Hier ist noch so ein bisschen Rotbraun.
Die Farbe ist toll. Oh, ich glaube, die ist hier unten irgendwo. Genau. Beige oder so ähnlich. Blau, nochmal blau, grün. Toll. Weiß noch vergessen. Also auf jeden Fall, ich finde es toll. Ich finde es vor allem toll, es ist schon extra eingetütet. Also das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber es ist natürlich sehr praktisch. Super schön. Also ich bin von dem Bild total begeistert. Ich finde nämlich komischerweise, bei dem Bild habe ich das Gefühl, hier unten ist es eher so dieses Fröhliche und ein bisschen Leichte. Und hier oben ist es wirklich das Düstere und Schwere. Und ja, also daher, wie gesagt, ich bin im Moment eher so auf einem abstrakten Trip. Ich mag das total. Und ja, ich packe euch jetzt mal hier alles hin, was ich hier neu ergattert habe. Was habe ich denn noch? Ah ja, das hier. Also wie gesagt, das sind 2,30 Meter. Bitte vorher ausrechnen, wie viel Rand ihr braucht. Und nicht vergessen, wenn man das hier schräg abschneidet, immer noch diesen 1-2 Zentimeter mit einberechnen, die ja dann weg sind. Ich bin total begeistert. Also ich freue mich voll. Volle Kanne, ehrlich gesagt. So. Gut, ich denke, das war's auch für heute. Mehr habe ich gar nicht zu zeigen. Also ist ja auch genug. Also daher. Ja. Was sage ich denn immer? Danke fürs Zuschauen. Nein, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Sowas. Einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende oder wann immer ihr natürlich auch dieses Video schaut. Wie gesagt, alle Links, Rabatt und so weiter ist unten in der Beschreibung. Und bevor ihr geht, nicht abonnieren vergessen. Tschüss!